Hallo zusammen, mein Name ist Rudolf Lang und heute will ich euch den Unterschied zwischen PMMA und Polyurethan zeigen. Bei dem Alsan Flashing Quattro handelt es sich um ein einkomponentiges Abdichtungsharz, welches für An- und Abschlüsse verwendet werden kann. Bei dem Alsan 770 handelt es sich um ein PMMA, ein zweikomponentiges Abdichtungsharz. Die Vorteile sind, dass es unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und auch bei tiefen Temperaturen schnell reagiert. Jedoch benötige ich verschiedene Grundierungen bei verschiedenen Untergründen. Der große Vorteil beim Alsan Flashing Quattro ist, dass ich keine Grundierung auf saugenden Untergründen brauche und dass ich keine zweite Komponente einrühren muss. Zu beachten ist, dass das Alsan Flashing Quattro bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius nicht verarbeitet werden soll und dass die Luftfeuchtigkeit unter 80% liegen muss. Nach einer Stunde ist es regenfest und nach 7 Tagen vollständig durchgehärtet.